Patient ist der ideale Kandidat für die sauerbruchsche Umkipplastik. Der unrettbar infizierte Oberschenkel wird entfernt und der unverletzte Unterschenkel kann erhalten werden, indem er zu einem Oberschenkelstumpf umfunktioniert wird. Das Röntgengerät bereit. Ich lokalisiere zunächst die Fremdkörper in der Lunge. Professor Adolphe Jung aus Straßburg, Professor Sauerbruch. Endlich Verstärkung. Was soll denn das? Ihr seht doch, dass der Mann nicht gehen kann. Du stehst jetzt unter Sauerbruchschutz. Mein Herr, Oberstleutnant Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Darf ich vorstellen? Generaloberst Beck. Die Wehrmacht will putschen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag einmal herbeisehnen würde. Die Kinderärztin-Klinik Wiesengrund hat mir für meine Impfversuche die ersten 8 Probanden zur Verfügung gestellt. Du Glücksputz. Deine Impfprobanden, die sind ja alle behindert. Und halt mir für die Versuche natürlich keine gesunden Kinder zu. Herr Lidler. Beeindruckende Vorstellung. Aber im Gefängnislazarett bringt man ihnen das Laufen schnell wieder bei. Liebe Mutti, vor einer Woche habe ich dir ein gesundes Enkelkindchen geboren. Wir sind beide wohlauf. Ich muss dir was zeigen. Fühl mal hier die Fontanelle. Sie werden sich damit abfinden müssen, dass er Karin einen Wasserkopf bekommt. Ich denke, in der Kinderfachabteilung Wiesengrund ist ein Kind wie Karin am besten aufgehoben. Wo ist Karin? Du hast unsere Tochter ausgeliefert. Anni, das ist eine ganz normale Nervenklinik, in der sie behinderte Kinder pflegen. Und sie für Experimente benutzen. Anni? Was macht Karin hier? Ich verstecke sie hier, vor Arthur. Matteo! Vorsicht! Notfall! Wenn die Amerikaner jetzt auch tagsüber Angriffe fliegen, müssen wir ab sofort alle Operationen im Bunker machen. Wie sollen wir hier Schwerverletzte ohne die elementarsten Medikamente durchbringen? Wir haben hier nichts!